Die Folge wird gesponsert von emma-matratze.de. Und naja, wenn auch ihr zu den Menschen gehört, die nach einem langen Arbeitstag bequem schlafen wollen, dann kann ich euch eine Matratze von Emma empfehlen. Solltet ihr im Shop etwas kaufen, nutzt auf jeden Fall den Code PETESMEET. Der ist 6 Monate lang gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist kombinierbar mit den Aktionen. Das heißt, ihr kriegt 5% on top. Link und Code sind aber nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe seit über einem halben Jahr jetzt die Emma One Federkern. Die war bei Stiftung Warentest ein Testsieger bei 1021 und zwar genau in der Größe. 2 Meter mal 1,40 und ist auch für alle gängigen Körpertypen geeignet. Ich finde die Matratze immer noch bequem. Ich schlafe hier sehr gut drin. Wenn ihr in den Shop guckt, die haben nicht nur Matratzen, sondern auch noch Kissen. Und vergesst auf jeden Fall nicht den Code PETESMEET. Link und Code nochmal in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß. Möchte nur darauf hinweisen, dass das gesamte Video der Hund hier sehr erwartungsvoll gesessen hat. Ja, also fein gemacht, Emma. Aber dich kann man da nicht kaufen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge mit allen aus dem Team PETESMEET. Hallo. Heute, heute wird mit Go-Karts Berge bestiegen. Und zwar beginnen wir mit einem Berg hier östlich vom Casino, südöstlich vom Casino. Hier müssen wir die höchste Spitze erreichen. Tatavia Mountains heißen die. Wie? Tatavium oder Tatavia Mountains. Guck mal, mein Charakter sitzt wie Sepp vorm Lenkrad, wenn er Formel 1 spielt. Wie machst du das denn? Okay, seid ihr ready? Ja, ja klar, also man konnte fahren, wie man wollte, ne? Ja. Mal, okay. Dann geht los, in 3, 2, 1, go! Okay, let's go. Okay, einfach. Wer ist denn direkt da rückwärts gefahren? Ich. Rechts rum. Oh, nee. Okay, hallo Bram. Let's go! Abkürzung! Oh nee, ja, abkürzung durch. Vielleicht nicht. Scheiße, erstmal Baum Busch. Gerammt. Jo, hab ich auch, aber das macht ich fahr den Christian Way of Life. Ich bleib mal bei der Straße, mal gucken. Ja, ich try das auch. Oh shit, überschlagen. Oh, du jawohl, weiter hier runter. Das oh Gott, gut so langsam sehr gerade. Petit. Scheiße, oh Gott! Mann, ja. Oh Gott! Oh ja, easy. Schieb mal weg. Euer Weg war besser als meiner. Oder so. Also, ich ja, weiß, du bist ich leider vor. Oh nein! Hast du mich mit erwischt? Aber ich bin knapp hinter dir. Scheiße! Shit, guck mal, wer kreuzt uns denn da? Guck mal, da kreuzt uns wer. Aua. Oh, man kriegt gar keinen Damage, wenn du auf dem Kopf landest. Okay. Nee. Alter, wer ist denn da jetzt vor uns? Ich bin da gerammt. Ich bin selbst. Du bist da lange. Leute, ich bin auf dem Kopf gelandet. Oh, Jay liegt auf dem Kopf, dann ist gut. Das ist jetzt aber belastend. Oh, da ist ja noch einer langsamer. Alter Mann, ich komme hier nie weg. Alter Mann, ich komme nie weg. Ah, halt, du bist hier links. Kommen wir nie weg, Mann. Das ist aber nicht der beste Weg, würde ich vielleicht behaupten. Also wir waren eigentlich ganz gut unterwegs, Christian. Oh Mann, ja, du bist immer noch drin. Ja, bis der Verkehr reingekickt hat. Das hat mich nicht gedreht. Oh mein Gott. Das ist gar kein Problem. Gas. Wo ist Peter? Ja, vielleicht habe ich keinen guten Weg gewählt. Peter halt nicht verstanden, warum der rückwärts gefahren ist. Ja, das habe ich auch gar nicht kapiert. Ja, ich dachte, ich bin clever und war dumm. Okay, da hinten ist ein krasser Berg. Aua. Scheiße, da müssen wir hoch? Warum ist denn die Gegenspur dreispurig und hier nur einspurig? Was soll das denn? Das ist ja riesig, das Ding. Das ist der Berg? Ja. Moment, das links? Nee, das ist wo ich bin. Nee, geradeaus durch im Endeffekt. Ja, ja, Leute, da war ein Hund in der Straße. Nein! Ja. Oh, ich kann mich nicht zurückverschlagen! Das kriegen wir doch jetzt irgendwie hier hin, oder? Ich wollte doch einfach mal behaupten, von rechts ist da die beste Chance, da hochzukommen. Aber Bram, du hast mich runtergekickt! Du bist doch gegen mich gefahren! Alter, fick dich! Ich hab dich runtergekickt, ich stand mehr oder weniger. Oh. Scheiße, ich bin gefangen. Ja, das sieht alles gut aus hier. Oh Gott, das ist nicht richtig. Jay hat mir vorbeigefahren. Das war nicht gut. Wo ist denn da der höchste Punkt? Shit. Das Fell ist so ruhig. Das läuft hier vorne ist halt voll scheiße. Weil irgendein Kartkreisel. Ich bin mal ruhig nach oben. Also, das sieht ganz gut aus. Das Problem ist, ich weiß nicht, entfernt noch am Weinwurzzeichen, glaube ich, gerade. Ja, Peter, sehe ich da hinten am Horizont. Yeah. Ja, ich muss ja erstmal reinkommen mit diesem Kart. Ob es da einen Punkt gibt, der gleich wieder raus ist. Aber bevor ich runter lache, muss ich erstmal gucken, dass ich nicht hier runterfalle. Da vorne ist der höchste Punkt, glaube ich. Sitzt du, dass keiner hörst. Aber erstmal da hochfahren und dann gucken. Das ist echt doof. Das gleiche würde ich auch behaupten. Und ich bin nicht da, wo du bist.
Ja, aber hey, man kann ja, vielleicht sieht man von da aus ja was. Weil das ist ja natürlich auf der anderen Seite, kann es ja noch. Oh mein Gott, damit hab ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Kommt man denn hier hoch? Also ich würde behaupten, höher als hier. Doch, geht noch. Da ist noch höher. Da ist noch höher. Scheiße, das Christian. Scheiße, der ist vor mir da. Ja, das ist belastend. Oder? Boah, das wird knapp. Das wird knapp. Oder bist du schon da? Oh, also ich würde sagen, höher als hier geht es nicht. Ich bin da. Miep, miep. Ich bin da. Ich bin auch da. Scheiße. Ich bin auch da. Der ist nicht mal ansatz. Ich ist da. Höher. Jo, stimmt. Der also ist hinter uns. Ich würde frech behaupten, hier ist höher. Ich will wenigstens vor Peter sein. Scheiße, ich würde auch sein, da wo Sepp ist höher. Also hier ist safe stimmt. Höher. Hier ist safe der höchste Punkt. Ja. Sie, genau, das ist das Subjektive, was ich meinte. Nee, das ist ja nicht subjektiv. Nee, das ist... Das ist ja genau der Punkt. Also... das ist ganz klar hier höher als der andere. Das war höher, ja. So, Peter, wo bleibst du? Wo ist der denn? Der Letzte? Ja. Nee, Peter. Bin unterwegs. So, wo ist denn Peter? Ich bin gar nicht mehr so weit weg. Ach, da. So, zweite Runde. Hey. Ach so, ach nee, Moment. Nein! Muss ja noch auf Peter. Wir müssen zu Ende fahren. Ach, der denn, der Junge? Hallo, bin da. Hey! Genau. Ah, das sieht hier schon recht hoch aus. Habt ihr recht. Nächste Challenge. Mount Gordo hier oben. Höchster Punkt. Dann 3, 2, 1, let's go! Alter, mal gucken, wie wir hier am besten wegkommen. Ja, let's go! Fliegen, oder? Einfach runter, oh Gott! Einfach runter. Oh, erstmal runter. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Halt rückwärts. Lass da! Nee, rückwärts nicht so schnell! Oh, nein, nicht so drehen! Oh, shit! Oh, nice! Das war okay. Oh, das war ziemlich gut. Okay. Oh, Gott! Nee, oh, Gordo. Gott! Gordo! Oh, Gott! Oh, Gordo! Oh, Gordo! So, Autobahn! Als ob du schon auf der Autobahn bist! Ach so, Quatsch, Bram labert. Du kannst auf der Karte gerne gucken. Ich hab keine Zeit. Oh, ich bin gleich da. Scheiße, Alter. Ich bin auch gleich da. 6 Kilometer noch Autobahn. Also 6 Kilometer habe ich. Ich hab weniger als 6. Ich hab mehr. Oh, Jay, das war ein heftiger Unfall. Oh, Scheiße, ja, war ich bin im Wasser. Läuft bei dir heute richtig, Peter. Ja, ist halt echt so. Was machst du denn da? Mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Oh nein. Oh, Peter, ich wusste, dass die Karts kaputt gehen können. Ja, die sind kaputt. Das ist jetzt ganz Jay, mies. Du bist auf der falschen Seite grade, der Absperrung. Das war jetzt gerade ganz dumm. Das war belastend. Aber oh, du fährst jetzt gleich gegen wen? Ja, das Problem ist, wir fahren. LOL. Okay, vielleicht hast du auch gesoffen. Wieso ist der von nach rechts gefahren? Gas. Okay, das kostet, wenn das Go-Kart kaputt geht, kostet das $12,000. Ja, aber wenn Peter, du das kaputt gemacht hast. Du bist auch ein Vandalist. Absoluter Vandalist. Da vorne ist jemand, ich glaube, das ist Jay. Und da wollte oben eigentlich kommt gerade sagen, Bram die Autos fahren leider nicht schneller. Ja. Da kommt gleich Bram einfach rüber. Ja, das Kart könnte was sein. Denkt der ist schon lange auf der Autobahn. Ja, bin ich auch. Ja, der ist auf der anderen Autobahn. Der ist auf der anderen Autobahn gefahren. Genau, ich bin auf die andere rechte auch Autobahn nicht doof. Gefahren. Mein Kart ist auf der anderen Seite des Bergs gespawnt. Da musst du da jetzt mal hin, Peter, ne? Peter, wir können ja schon mal die nächste Challenge. Nächste Challenge ist Mount Chili hat, da kannst du ja jetzt schon mal anfangen für. Vielleicht bist du. Vielleicht hast du da eine Chance. Ach komm, ey! Oh, das ist aber belastend, der da vorne ist. Ey, das ist einer ja, aber Bram richtig ist halt fix. Gut. Ja, kann man dem jetzt irgendwie was auf den Kopf hetzen? Auf den Kopf, ja. Du kannst halt nicht aufholen, die sind halt genau gleich schnell, die Dinger. Na, am Berg. Am Berg muss er halt punkten, genau. Ne? Der Berg ist muss das punkten. Wahre. Die wahre Strecke. Ja, so weit ist Bram nicht weg. Nee. Lass den 200 Meter weg sein bei mir. Das sind vielleicht 10 Sekunden oder so. Ja. Ja, 10 Sekunden, den nehme ich. Muss ich nur einmal Vorsprung. Drehen, dann haben wir den. Richtig, jetzt sind 10 Sekunden, die er Vorsprung hat. Ich kann, da, Helikopter darf ich auch rufen, ne? Ja, und dann einfach das Kart dranhängen und dann let's go. Ja, ich fahre einfach zum Flughafen und hänge dann an den Cargo-Ding da dran. Boah, ich sehe da sogar einen Weg. Ja, ich auch. Und genau den fahre ich gerade.
Du bist schon da? Ach du Kacke, okay, Bram ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Alter. Das Ding ist aber kein so ganz krasser Weg, nicht? Ne, ist das Flussbett eher. Ach du Kacke. Jo, moin. Oh, Christian ist dagegen geknallt. Shit, nicht runterfallen. Wo waren wir? Oh, da hinten ist noch einer, okay. Da hoch. Also da vorne ist auf jeden Fall noch ein Ticken höher. Ein Ticken höher? Also die geht doch, glaube ich, einiges höher. Ach, das ist so ja, aus deiner Scheiße. Position unten, ja. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, wo bin ich denn hier? Oh, ich bin aufgebockt. Nein! Hey, hey. Scheiße. Ui. Was bin ich denn aufgebockt? Nein, Christian! Ich wollen. Ach du Scheiße. Ja moin, überschlag dich halt 100 Mal. Sitzt wieder im Kart. Nice. Sehr gut. Sehr gut, Peter. Das freut mich. Ich bin auch dabei. Also, fahr schon hoch. Ja. Das ist jetzt schlecht. Ist das der höchste Berg? Kann das sein? Vielleicht fahre ich außenrum. Vielleicht fahre ich halt einfach gerade meine Meter nach vorne und ja, würde ich sagen, ich bin Platz 1 gerade. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt spontan so sagen. Du fährst den Weg, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie gut der Weg ist. Sieht doch sehr solide aus. Das ist eigentlich relativ easy. Also wenn ich mir angucke, wo ihr seid, ich bin deutlich höher. Oh scheiße, der ist wirklich deutlich höher. Komm. Aber deutlich höher. Oh Mist. Ah. Alter, ist belastend. Ja, wir kriegen das doch hin. Wir kriegen das alles hin. Alles gut, kein Problem. Kacke. Was ist das denn? Tom ist gestorben. Dann ist das aber nicht richtig, oder? Das ist perfekt gewesen. Haben wir nicht hingekriegt. Das ist aber jetzt irgendwie problematisch, was da passiert ist. Ja, ich hab mich verkeilt beim Hochfahren. Das war echt scheiße. Und wie bist du gestorben? Ja, ich hab dann versucht mit der hier Gravity Gun da rauszuschießen. Aber dann kam mir der Stein, glaube ich, ins Gesicht. Jetzt hat Peter noch eine. Guck mal, ich glaube, ich würde sagen, ich habe den höchsten Punkt erreicht. Fuck. Ja, so ziemlich. Ah! Dammit! Ja, easy Snack. Okay, zweiter. Ah, ja. Ah, das hast du mich hier runtergeschoben, Alter! Ciao, Jay! Ich würde sagen, wir starten hier auch wieder, ne, jetzt so. Easy Snackery. Ah, erstmal ein bisschen Straße rennen. Ja, erstmal, nice, Jay, war schon stark. Ich würde tatsächlich runter bis zur Straße, weil dann müssen wir nicht ewig warten, bis Peter hier ist. Das stimmt. Christian ist auch noch Dritter. Ja, Moment mal. Und zwischen Bram und Peter scheiden sich die Geister. Wer ist denn noch nicht da? Klar bist Peter du da. Peter und Bram. Nein. Stehen dir jetzt halt im Weg, dass du da gar nicht hochkommen kannst. So wie ich auch gerade Sepp im Weg stand. Also ich würde schon sagen, dass das der Punkt ist, den wir erreichen müssen. Christian war unfähig, das Ziel zu erreichen. Und noch nicht hoch. Da ist mein halt Sepp im Weg Geil, steht. Auf der Autobahn gespawnt. Wait, das heißt, ich habe ja wirklich noch eine Chance, Vierter zu werden, oder? Ja, also Vierter. Theoretisch gesehen würde ich sagen, du bist sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Oh, da ist kein Weg, das ist ein Flussbett. Wollen wir hier einfach stehen bleiben und alle blockieren? Dann sind wir hier hoch. Ja, wir rammen die vorher mal runter. Ja, komm. Ja. Machen wir. Aber Bram startet von da aus, das ist aber steil. Peter ist richtig fit. Ja, also ich habe auch zwischendurch versucht, um aufzuholen, von der Seite hochzufallen, das ist zu steil. Also da kommst du auch rückwärts nicht hoch. Ja. Ich geb meine 5 Cent auf Peter. Ja, ich auch. Also zumindest wenn er rechts ist. Auf Peter hat sich jetzt entschieden, wieder vorwärts zu fahren, das ist spannend. Ja, weil er halt gerade Schwung hatte. Jetzt verkackt er das gerade. Vorwärts fahren ist schwierig, weil du musst, um wieder rückwärts zu kommen, musst du wieder Schwung wegnehmen. Kann man irgendwo sehen, wo die sind? Ja, komm. Ich glaube, die siehst du nicht. Da hoch, oder? Obram eiert den direkten Weg, ist näher dran, aber hat vielleicht leider nicht aus, als ob Bram in der Nähe ist. Mit Steinen. Sehe ich halt gar nicht. Ja, der ist halt unter uns in irgendeiner Spalte. Ich versuche gerade halt die mit der Sniper zu sehen. Oh fuck. Na, Problem, die haben die Komm, Peter, der Weg ist easy. So, weiter, weiter, weiter. Da ist Bram! Hey, soll das. Soll ich dir einen sahnigen Headshot drücken, Bram? Oh!
Das geht aber in die falsche Richtung. Das ist richtig. No, Peter Pirsch hat hart abgekürzt. Oh, bravo! Da, ja, der, da war eine Kante, das war richtig belastend. Oh, Peter! Ich glaube, das wird. Jetzt bist du näher dran als Bram. Peter ist aber auch am verkacken. Oh mein Gott, da war eine Kante. Oh, Bram, Junge! Was ist denn da los? Das ist die ganze Zeit schon. Bei Bram regnet's. Alter. Holy fuck. Da kommt Peter. Peter verkackt das noch, pass auf, der schafft es nicht gerade auszufahren. Vor allen Dingen, wenn du jetzt wieder zu viel Schwung hast, wenn du gerade ausfährst und einmal hier links oder rechts runter. Ja, ich mach das ganz entspannt. Ich geb nur Vollgas. Also ey, sag mal so, wir können glaube ich schon mal zu Bram fahren. Boah, der war so krass Erster. Nice. War so krass Erster. Hab ich mich verkeilt. Bitte. Okay, wo treffen wir uns jetzt? Ja, unter der Autobahn. Bram muss ja da runter, oder? Ja, müssen schnell hier weg, denn ich habe gerade einen Luftschlag hier geordert. Oh oh. Nice. Bleibt ihr denn? Oh mein Gott! Ah! Oh Gott! Das ist eigentlich ganz witzig, hier runterzufahren. Ja. Oh! Bleibt der Luftschlag! Ich hab dafür bezahlt! Er kommt noch. Später. Okay. Ich bin tot. Oh, quasi. Also, oh, einfach über Jay drüber. Wäre aber in echt das tot. Seppsche, ich bin tot? Nee, also wäre in echt tot, wollte ich sagen. Ah ja, Also warum der Zug gerade? Der Jay ist Versprecher, ja, Jet. Oh shit, Zug! Ja, hat Bram auch nicht gecallt. War das ja. Ja, ich bin trotzdem im Fliegen schon gewesen. Okay, dann würde ich sagen, next challenge, Mount Chiliad. Höchster Punkt von Mount Chiliad. Es geht los. In 3, 2, 1, go! Scheiße, jetzt stehen hier über Autos! Ja, Mann, wo kommen wir denn jetzt hier am besten hoch? Irgendwo hier. Aber rechts rüber. Hier? Ja, ja, hier ist der Weg. Aus. Herr Peter! Nein! Dutte. Da ist so ein scheiß Pfosten auf dem Boden! Wenn der Stein noch nicht gewesen wäre, hätte das auch so ausgesehen. Ah, Nutte, sag ich mal einfach. Scheiße! Tschüss, Christian. Kann ich mehr fahren. Doch, jetzt wieder. Der braucht ein bisschen. Im unteren Drehzahlbereich ist er nicht so stark. Oh Gott, nicht fliegen. Oh shit, 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 shit. Ist der da gerade an mir vorbeigefahren? Jay! Hier ist Jay. Scheiße! Chris hat mich auch aufgerollt. Christian, wir waren ja auch nicht so weit auseinander, also. Aber ich wollte vor dir bleiben, das wäre schon ganz cool gewesen. Oh, und weiter, so. Peter float hier. Du musst halt immer den Schwung halten. Das ist das Mastering des Kartfahrens, des Bergsteig-Kartfahrens. Spring jetzt einfach. Wenn du diese Challenge gemeistert hast, dann wirst du ein wahrer Kart-Bergsteigen-Weltmeister. Okay, war ein Problem. Bist du eine geile Bergziege dann, oder was? Ja, bist du eine richtig geile Goat. Mäh. Genau. Oh shit! So, springen, nice. Ah, weiter. Guck mal hier! Die anderen sind auf der anderen Bergkette, ne? Rechts von uns. Jo, stimmt. Ja, wo bist du so? Busch hat mich aufgehalten! Ach komm, mein George Busch? Ja, da sind da so, wie heißt das, Stämme drin. Oh, nein. Ja. Oh, boah, das war knapp. George Busch, der Lümmel. Schon wieder! Nein! Oh mein Gott! J. George Busch, der Lümmel? Da war Peter Smith, Peter Fels. Was war das denn jetzt für eine Kacke hier? Ich weiß, was Peter meiner. Muss immer den Schwung halten, ne? Das ist wichtig. Das muss immer den Schwung halten. Oh, Peter, viel zu safe aus. Ich glaube, der gewinnt hat. Wer war das? Oh Mann, der Busch hat mich gerammt. Ich glaube, das sieht viel zu safe aus. Peter macht das ganz nie. Nur, dass Bram das noch mehr verkackt hat. Alter, dieser. Das ist aber jetzt blöd. Ganz easy macht Peter das, glaube ich. Hör auf, das zu jetzt. Warum denn? Da jetzt so weit vorne da ist. Ja, weil Peter das einfach kann. Ja, den Schwung mitnehmen. Warte mal, ich glaube, hier sind andere Maßnahmen erforderlich. Einfach den Schwung mitnehmen. Den Schwung mitnehmen, that's the point. Kacke, ey. Alter, wie steil man mit dem Ding fahren kann, ohne Probleme. Ja, das ist krass. Im letzten ging das nicht, da war das zu steil. Ja, aber hier war das jetzt irgendwie... Okay.
Das muss Anlauf nehmen hier, oder was? Da vorne ist Jay wieder. Oder die sich weiß. Nein, ich hatte da so ein paar technische. Guck mal, wie alle nein, drei auf einer technische, fahrtmäßig technische Schwierigkeiten. Aber durch so einen Buschfahren selbst ist echt belastend. Ich weiß nicht, da waren irgendwie die Reifen abgegangen. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was da los Schwung ist. Mitnehmen voll, einfach. Aber das wird Peter safe gewinnen. Ja, das könnte sein, dass das Dach der höchste Punkt ist. Zählt das Dach zum Berg? Da kommst du ja nicht nee, drauf. Ja, nee, da kommst du ja nicht drauf. Nee, Berg. Dann doch, bin da ich auch am höchsten Punkt. Ich sag ja, Peter, kann man nicht versauen. Kann man nee, nicht versauen. Wäre auch da jetzt schon. Ja, dann will ich. Ja, guter dritter Platz why? Ist auch was Schönes. Ja, bin ich bei Peter. Ja. Ein guter dritter Platz ist doch auch was Schönes. Das hab ich Gas gegeben. Oh mein Gott. Wie dritter Platz? Ja, also ich würde gerne dritter. Ja, nein! Wo kommen sie denn da? Das ist ganz schlecht! Wieso bin ich so langsam? Oh, Jay ist hier. Hallo! Was geht ab? Hi Jay, fahr mal durch den Busch. Oder wird knapp. Oder wird nein! Knapp. Jetzt bin ich letzter! Da kommt Sepp. Oh, Sepp ist da. Scheiße, ich hab den Schwung komplett verloren und musste mich dann drehen. Jay ist sogar letzter. Ja, wenn du den Schwung verlierst, bist du kein Goat, weißt du? Das tut weh. Das ist der Fluch des Ersten. Ne? Das tut weh. Ja, wenn du am Anfang so gut bist, dann... Wait, aber Peter ist doch vorgefahren, oder? Ja, ich war die ganze Zeit Erster von Peter. Ich war die ganze Zeit durchgehend Erster. Das aber tut weh. Aus unserer Perspektive sah es nicht so aus. Aus meiner Perspektive war ich immer Erster. Ja, genau. Ganz am Anfang, bevor wir auf dem Berg waren, sah es aus, wenn Jay ganz weit vorne ist und gewinnt. Tja. Das kann natürlich sein. Okay, dann 3, 2, 1, nächste Challenge. Achso. Wir müssen hier auf den Mount Josiah, der ist nördlich von dem Militärgebiet. Der ist aber südlich vom Fluss, oder? Ja, es gibt zwei Fluss, Flüsse, ja. Der ist quasi vom Fluss eingeengt. Genau, der ist genau in der Mitte, habe ich einfach mal probiert. Genau. Zwischen den zwei Flüssen. Guck mal einfach. Okay. Genau. Okay, seid ihr ready? Ja, klar. Fuck you. Dann 3, 2, 1, go! You. Ja, klar, werde ich jetzt hier ich gedreht. Bin auch noch. Okay, das erste war gut. Das zweite war noch okay. Jetzt wird's schlecht. Oh Gott, ich bin in der Baumkrone hängen geblieben. Scheiße. Ja. Die Leute quer an mir vorbei düsen. Okay, warte. Das wollte ich nicht. Das habe ich so. Oh Gott! Okay, dann fahr ich wohl hier auf jeden Fall schnell nach unten hier. Ja, aber wir so wollen ja vielleicht nicht da ganz nach unten. Hupp. Nee, eigentlich nicht. Ja, ist ich hab dich nicht verstanden. Hat Christian gemacht. Hat Bram schon gemacht. Ich dreh mich gerade. Was hab ich gemacht? So. Es ist festgehangen. Und dann sein Wagen zerstört. Nee, nicht zerstört. Ich dreh mich einfach, indem ich hinten links drücke. Ganz so fahren langsam. Wir richtig jawohl. Nice. Oh. Jetzt so wieder. Fahren wir richtig, richtig nice. Ja, da ist die Brücke. Bist du schon an der Brücke? Nee, oh ich Gott. Seh sie nur. Das wäre aber bin nice. Ich bin schon drauf. Scheiße, man muss halt tendenziell ja nach links, ne? Ab zur Straße. Nein. Da ist halt noch bin so ein ich gerade verwirrt? Da ist noch ein anderer Berg zwischen. Das ist der aber nicht, ne? Nee, das ist, glaube ich, der falsche. Nee, das ist noch nee, ein der Mount kleine Chilia-Teil. Berg, der davor ist, ist nicht der, wo wir hin müssen. Das ist noch ein Mount Chilia-Teil. Oh, fuck. Okay. Oh, häng ich fest? Nee, der ist auch schon auf der anderen Flussseite. Schön. Das ist kein Mount Chilia-Teil. Achso, okay. Ja, schon da ist. Ja, okay. Gleich sind wir unten. Das ist doch ein Brummkreisel hier, fuck. Okay, jetzt nicht sterben. Was ist das aber jetzt hier? Ein Flipper, ey. Oh Gott. Ja, so ein Ball. No. Okay. Komm. So. Jetzt hui. Da. Da ist Straße. Ich häng jawohl. Zwischen zwei Bäumen fest. Okay. Oh Gott. Wie bin ich denn jetzt hier in dieses Flussbett gelangt? So. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin auf dem Dach gelandet fahr, von dem Haus. Fahr. Bram ist einfach vorne, ey. Ja, aber so weit vorne, oder? Ja. Zug! Ich bin nicht über den Zug gesprungen. So. Oh, fuck, gegen die Laterne gedüst. Oh Gott. Okay. Alter, so, mega! Der Berg da, wa? Was für ein geiler Abschnitt. Schon drauf? Ja, auf dem. Also ja, ich nicht bin oben. Ach so. Wollte gerade sagen, Alter. Das wäre krass. Ja, aber über den Fluss sind wir gleich hier.
Über den Fluss bin ich schon drüber. Über den Fluss bin ich auch schon drüber. Scheiße, wie seid ihr denn alle über den Fluss schon drüber? Ja, da hoch, würde ich sagen, wa? Okay, wir brauchen einfach den besseren Weg nach oben. Okay, wir machen das jetzt ganz entspannt. Ja? Alter, das Karte hat ja gar keinen Grip hier. Fuck! Nicht überholen. Da hoch müssen wir. Oh Gott. Boah. Leute, wer ist denn bei mir? Weiß ich nicht. Ich bin grün. Weil zu Peter da einfach ist. Dann fangen wir da. Das ist doch belastend. Mal schön überholt. Ja, aber übel. Schön im Flug auch noch. Richtig Style. So, hier. Jetzt komme ich an hier. Jetzt will ich auch richtig stylisch den Peter holen. Da bin ich mir doch nicht so sicher, ob Bram so weit vorne ist, oder? Ja, doch ist er. Ja, ist er das? Ja. Hier ist gerade ein hartes Rennen. Ja, aber wirklich. Wir kommen richtig, richtig nah dran. Also wir sind schon sehr, sehr nah dran, finde ich. Aber ich bin, glaube ich, auch gut dabei. Kommt von der anderen Seite. Das wird so geil sein, wenn wir gleich auf dem anderen Bergen stehen, so. Dann ist es nur wichtig, wie auf dem höheren Berg steht. Unangenehm. Nein! Bram, Busch! Arschloch! Ach, da hinten ist noch höher? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh oh. Wir sind noch hoch. Lass, Alter, Peter, das ist richtig stark, was du da gemacht hast. Dass du da vorwärts die Grip behalten hast. Ich würde sagen, ich bin am höchsten Punkt. Ich würde sagen, Peter hat hier gewonnen. Eins von den beiden. Mist! Weil der hier. Nee, die anderen beiden waren höher. Ach, guck mal, da kommen die anderen. Hier hinten ist er auch voll hoch. Zweiter. Zweiter. Fuck, ja, Zweiter, ich würde sagen, da gönne ich mir doch einfach mal Platz 3 von. Ja, oh Mann. Was geht ab? Na? Alter, voll die unterschiedlichen Wege und wir sind super nah beieinander gewesen. Kacke, ja, hey, safe. Damn it. Easy Snackery. Oh, okay. Kein Problem. Christian, hast du Probleme vielleicht? Ja, ich habe am Anfang ja festgehangen. Also, das hat sehr viel Zeit gekostet wahrscheinlich. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Okay. Ja. Da habe ich die Runde wieder geholt. So. Ja, was soll das denn jetzt heißen, Peter? Also, ja, also Christian, du kannst sie nicht mehr holen. Auf jeden Fall. Also du bist auf jeden Fall Vierter. Ich habe gewartet, weißt du? Ja, okay. Naja, dein Platz steht fest. Wir können hier oben gerne auf dich warten trotzdem. Hey, jetzt kannst du nicht mehr warten. Ich bin runtergefahren. Okay. Entschuldigung, nächstes Mal warte ich auf dich. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen bei einer neuen GTA Online Challenge. Peter unterschieben. Nein, schafft ihr nicht. Peter unterschieben. Bis zum nächsten Mal. Über die Klippe. Haut rein. Ciao. Geronimo, tschüss. Fuck. Geronimo, fuck.